Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Ja, ich bin wieder im Assault-Modus unterwegs, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich habe den guten Tür zugewiesen gekriegt. Da will sich der Silux Master freuen, der hat sich das nämlich gewünscht. Assault ist ja immer Zufall. Jetzt bin ich mit ihm am Start und ich habe wirklich Köstlich. gar keine Ahnung von diesem Gott. Hätte ich ihn am besten vorher mal ein bisschen interviewen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ich weiß, dass er sich letztes Mal als erstes Transzendenz geholt hat. Aber hier bräuchte ich irgendwas, um mich zu heilen. Ich muss ja irgendwie AP regenerieren. Wo muss ich die anderen denn? Gibt es die anderen schon ein Support-Item? Was haben wir denn als Gegner? Boah, fast nur AD. Nur Ra als AP. Gibt es denn irgendwas HP5-mäßiges mit Schutz? Also mit physischem Schutz. Dann hole ich mir das Ding, glaube ich. Oder? Oder doch Transzendenz? Ich weiß es doch nicht, Freunde. Ja, dann macht das Ding auf jeden Fall Sinn. Physischer Schutz und... So, und jetzt hole ich mir, glaube ich, noch einen Blink. Weil man dieses Zurückschleudern dann machen kann. Davon die Boots und dann noch die kleine Mana-Rack. So. Kann jetzt sein, dass das absolut fail ist alles. So, was levelt man denn als erstes hier? Das ist so ein Kegelangriff. Das ist dieser Sturm. Muss man das dreimal drücken? Ich mach mal den Sturm als erstes. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, guck mal, das sieht ja schon gut aus. Oh, ich versuche jetzt gleich mal zurückzukicken, ob das klappt, weiß ich noch nicht. Aha. Oh. You stop! So, was mache ich mit der Def-Haltung? Ich bleibe jetzt mal in der Angriffshaltung, würde ich mal sagen. Angriffshaltung ist gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, wir haben so einen Sylvanus dabei für den Mana-Rack. Ist gut. Ist gut, gut. Hoppla. Jetzt sollten wir natürlich nur nicht die Ra-Schellen einfangen. Das wäre suboptimal. Ah, schade. Oh ja. Schöner Schaden, der da rumkommt. You stop! Okay. Die Frage ist, was macht man jetzt hier mit Tür? Muss ich die einzelnen einmal drücken oder muss ich die öfter drücken? Schönes Ding. Wo bin ich her? Nein! Ach, oh, scheiße, das dauert länger. Ich krieg zu viel. Scheiße. Wenn ich in die Def-Haltung gehe, dann kann ich die Skills dann nochmal machen. Oh, oder so ein Charge habe ich dann. Okay, das muss ich jetzt erstmal üben. Okay, und was habe ich dann auf 2? Ist das genau das gleiche dann? Muss geschossen werden, fortgeschossen, halt und doppelt verlassen. Okay. Okay. Oh ja, der ist schwer zu spielen. Also der ist hart zu mastern, sag ich mal. Das wird nicht einfach. Aber okay, das mit den Haltungen habe ich jetzt wirklich schon mal gecheckt. Dann sind die Cooldowns dann auf jeden Fall weg. Ja, das war natürlich nice. Ja, so, jetzt habe ich... So. Was mal 2 ist dann den Haltungswechsel hoch? Oder die 2? Ich mache jetzt einfach mal die 2 hoch. Wenn ich das richtig verstanden habe, hält man sich in der Def-Haltung dann. Guck mal, wen ich erwischt habe. Oh, ich habe den Kill aber nicht gekriegt. 0-0-6 stehe ich. Ich bin ja nur am Assisten, Freunde. Ist auch nicht wahr, oder?
Ich könnte jetzt natürlich meine Ult raushauen. Nein, ich habe keinen Mana. Ich kann meinen Charge nicht machen. Boah. Aber ich habe mir den geholt. Jetzt habe ich auch mal einen Kill, Freunde. Jetzt habe ich auch mal einen Kill. Gar nicht so schlecht. Oh, der kommt der Odin wieder. Piss dich los. Oh ja, jetzt hat er seine Ult gemacht. Das war aber nicht so schlau von ihm. Geil, der Ymir hat dann natürlich eine geile Antwort drauf. Ich brauche ein bisschen Mana. Zack, da haben wir wieder Mana. Nice. Jetzt muss ich mal hier mit meiner 2 die Minions machen, um ein bisschen live zu regen. Oh ja, das heilt aber richtig gut. Ich gehe mal in die Angriffshaltung und die Def-Haltung versuche ich dann irgendwie mal um wegzukommen. Aha. So, und jetzt kann man natürlich mit Blink. Oh ja, das war gut. Oh, der Ra, der macht natürlich ein bisschen Power. Oh, ein bisschen heilen. Okay, der macht Spaß. Der macht auf jeden Fall Spaß. 206 stehe ich jetzt. Oh, schön. Die Artemis macht auch einen guten Job bei uns. Wie steht die denn überhaupt? 514, nice. Das ist sehr nice, auf jeden Fall. Hält man sich auch mit Autotext bei in der Def-Haltung? Ich weiß es doch nicht, Freunde. Was macht man denn hier? Macht man einfach auch Schaden in der Def-Haltung? Schön. Oha. Mit meiner Ulti noch irgendwo rein? Die Frage der Fragen. Oh oh. Ei. Okay, ich musste eh weg. So, physische Kraft tun wir uns. Jetzt wird sich der rungeschmiedete Hammer ja anbieten, weil ich ja mir schon Rissi gekauft habe. Und gegen so viel Attack Damage hier, Merkuben, Thanatos, Odin, Nies, wird sich natürlich ein Armor-Build anbieten. Ja, mach ich auch. Mach ich auch. Zack, dann haben wir den noch. Und dann kommt der Tür gleich wieder. Aber sowas von auf jeden. So. Oh, unser Atem ist leider drauf gegangen. Schade. Oh, nochmal schade. Oha. Das ist nicht gut. Ja, ja, nicht getroffen, ich hab's gesoffen. Okay. Gut. Wir sind gerade alleine hier. Das ist nicht schön, aber auch jetzt nicht weiter stimmt. Die Verstärkung kommt ja. Oh. Ich glaube, ich hätte ein bisschen viel Schaden genommen. Ach, der hat gar keinen Hit abbekommen. Das ist natürlich doof. Natürlich sehr doof. Aber okay. Ich muss mich jetzt natürlich. Irgendwie muss ich jetzt zumindest hier erwischen. Oh ja, boah, wie krass heilt das denn bitte? Krass, da bin ich ja blind. Schön.
Oh, die gehen da rein, die Jungs. Oh, der Thanatos geht da rein. Leider nicht erfolgreich. Aber okay. Oh, der Odin ist auch wieder da. Moin, Odin. Schön, dass du da bist. Jawohl. Oh, das macht auch gut Schaden, auch in der Def-Haltung. Nee. Na, tötet ihn doch! Die kriegen den da nicht down und ich hab den so schön raus... Jawohl, gut. Ich kann sagen, ich hab den so schön rausgekickt. Da muss doch ein Kill her. Weg. Okay. Geht der Tower da mal down oder ist jetzt Quatsch noch? Ich brauche dringend die Minions, die da stehen. Und die waren uns natürlich auch Gold wert hier. Wieder rein. Oh oh. Okay, schöner Heal. Gut. Ich brauche ein bisschen Leben. Leben wäre nice. Stick around. Ah, die Axt hat er zum Glück nicht getroffen, der Dude. Hast du mal hier die Minions? Schön. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das passieren konnte bei ihr. Oh, was ist das denn? Merkur ist da hinten. Da wollen wir doch mal gerne hin. Oh. Der Ra stirbt doch! Nein, ich stirb nicht. Boah, krass. Ah, Thanatos holt sich den. Jawohl. Komm, tötet die Tower jetzt hier. Geht doch! So, ich muss jetzt irgendwie mal versuchen, einen rauszukicken. Meinen Blink habe ich jetzt noch gar nicht angewendet. Den wollte ich eigentlich viel öfter nutzen. 63, ich stehe aber ganz gut da eigentlich. Auch mit meinem Item. Ich denke, das war die richtige Wahl für diesen Modus. Krieg übermäßig viel Schaden. Nein. Nein, die Ulti von dem Dings. Von dem Ra. Okay. Da wurden wir jetzt ziemlich auseinander gepflückt, okay. Jetzt brauche ich natürlich Penetration Elevation. Oder? Jetzt muss ich die Jungs so. Neath. Die haben sich alle keine Rüssi geholt. Alle nicht. Dann brauche ich auch keine Penetration. Dann brauche ich Kraft. Physische Durchdringung. Ich glaube, das muss nämlich die Elite und Zorn. Das eskaliert aber gerade ein bisschen, das ist nicht so geil. Wäre scheiße, wenn der Sylvanus da auch noch stirbt, aber sieht, glaube ich, ganz safe aus.
Vielleicht mal jetzt so einen Blink riskieren. Oh nee. Richtig scheiße. Schönes Ding. Oh ne, schon wieder nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Mann, ärgerlich. Aber der Gedanke war richtig. Möchte ich mal fast behaupten. So, Ra fehlt bei denen. Jetzt heißt, das macht jeder nur noch physischer Schaden. Von den Dudes. Boah, der Heal ist aber auch krass. Muss man wirklich mal so sagen. Boah, Gott sei Dank. Oh, Phoenix. Phoenix auf mir, nicht gut. Schönes Ding, aber das haben wir jetzt geil gerockt. Machen wir meinen Heal hier in einem AOE. Und dann ist es der Win, Freunde! Da will ich jetzt mal schön hier gleich meine Ult ansetzen. Ababanga! Boom! Gedankt! Oh, voll dein voll vorbei. Jawohl! 5-2-20. Ich möchte mal fast behaupten, Sylux Master wird stolz auf mich sein. Sein Main. Also Tür ist ja sein Main und ja. Also fürs erste Mal, glaube ich, oder fürs zweite Mal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber macht auf jeden Fall Bock. Ich hatte natürlich auch ein gutes Team, was mich gut supportet hat. Aber den muss man, bei dem muss man erstmal reinkommen. Das ist mit diesen Stands hin und her und Angriffshaltung, Verteidigungshaltung, das ist nicht einfach. Da muss man erstmal klarkommen. Der Build war jetzt natürlich optimal auf diese physischen Gegner ausgelegt. Das war eigentlich ganz nice, was das denn für eine Musik jetzt auf einmal hier abgeht. Bleib mal locker, Junge. Der Build war natürlich auf diese ganzen physischen Gegner ausgelegt. Es war natürlich das Glück, dass man so viele davon hatte. Sehr viel physischen Schutz hatte ich dabei. Okay, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr weiter. Und ich bin übrigens sehr geflasht von euren ganzen Antworten auf das Clan-Video. Das hat mich richtig krass gefreut. Ich bin noch gar nicht zum Antworten gekommen. Ja, freut mich auch an die Neuen. Welcome. Geil, dass ihr dabei seid. Kann ja mal kurz gucken hier. Kader. Hier, da sind ein ganzer Haufen ist dazugekommen. Ich habe sie jetzt alle schon zum Member gemacht. Jeder, der hier reinkommt, wird ja offiziell Member direkt, weil er einfach geil ist. Ja, geil, dass ihr da am Start seid. Aber damit beende ich jetzt das Video. Ein bisschen verwirrend, ich weiß. Aber ja, einen angenehmen Tag wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao, ciao.